Mein heutiger Gast im Dialog ist Judith Holofernes. Mit ihrer Band Wir sind Helden hat sie über 10 Jahre lang gezeigt, dass man mit poetischer und intelligenter deutscher Popmusik sehr viel Erfolg haben kann. Wir sind Helden sind Geschichte. Judith Holofernes startet jetzt ihre Solokarriere. Herzlich willkommen bei Phoenix. Schön, ich freue mich. Und hier haben wir das neue Album. Vorne drauf Judith Holofernes auf dem Rücken eines Drachen. Der Titel des Albums, ein leichtes Schwert. Wer ein Schwert führt, der will mutmaßlich kämpfen. Wofür oder wogegen? Also für mich ist ein Schwert nicht nur kämpferisch. Es ist natürlich irgendwie zum Kämpfen gemeint. Aber es hat auch viel von Klarheit für mich und von Bestimmtheit und Abgrenzung, Grenzen setzen, Illusionen zerteilen. Ich finde, es kommt auch alles in dem Liedtext vor. Ein Schwert kann man für viele, viele nützliche Dinge benutzen. Wir sind Helden, sind seit über 2 Jahren nicht mehr aktiv. Warum haben Sie sich jetzt für eine Solokarriere entschieden? Ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht so bewusst für eine Solokarriere entschieden, sondern diese Platte hat sich für mich entschieden. Also ich, als wir aufgehört haben, wusste ich nicht, dass ich eine Platte machen würde. Und es war auch nicht so, dass mir dann irgendwann langweilig geworden wäre im Sinne von, ich kann die Füße nicht stillhalten, sondern ich habe mich ehrlich gesagt mopsfidel gefühlt in dieser Pause. Nur wenn ich mich mopsfidel fühle, dann kommt relativ oft Musik dabei raus. Jetzt kann man ja sehr schlecht über Musik reden, die man nicht kennt. Deswegen hören wir da jetzt einfach mal rein in das neue Album und beginnen mit Liebe Teil 2. Ja, wenn andere Eltern von ihren Kindern erzählen, dann bekommen sie glänzende Augen, reden von Kinderglück. Bei Ihnen ist es so, sie reden von Müdigkeit nach Nächten, wo die Kinder durchschreien. In einem anderen Titel auf dem Album, da sprechen sie drüber, dass das Kind auf das T-Shirt kotzt. Warum? Ich mag Realität in der Popmusik. Also für mich widerspricht sich das auch nicht. Ich finde, man kann auf einer Platte ganz viele Themen haben, die unheimlich Rock'n'Roll sind und revolutionär und oder ganz sexy und Pop und was man alles so haben soll im Pop. Und dann finde ich, kann man auch 2 Lieder haben, in denen Windeln vorkommen oder Müdigkeit oder Augenringe. Mich hat das immer schon am meisten gerührt. Also wenn ich als Fan irgendwo im Radio ein Lied höre und da wird Realität angespielt auf eine Art und Weise, die mich noch wirklich rührt, dann bewirkt es sehr viel mehr als irgendwie Herzschmerz, sowas. Jetzt hat dieses Lied sehr starke autobiografische Züge. Sie und Ihr Mann, Pola Roy, das war der Schlagzeuger von Wir sind Helden und ist jetzt auch der Schlagzeuger hier bei diesem Album. Ja. Sie haben zusammen 2 Kinder. Wie alt sind die? 7 und 4. Und dieses Lied, haben Sie sich einfach den Elternfrust von der Seele gesungen? Also ehrlich gesagt, die Kinder, die in dem Lied natürlich vorkommen, die sind eher wie so eine Art dramatisch zuspitzendes Element zu verstehen. Ich wollte eigentlich schon immer, also seit ich Songs schreibe, wollte ich im Prinzip dieses Lied schreiben. Also ich hatte so einen Ehrgeiz, ich möchte ein unromantisches, romantisches Lied für echte Menschen schreiben. Also für eine echte Liebe von erwachsenen Leuten mit erwachsenen Leute Problemen. Und auch der Schönheit einer erwachsenen Leute Liebe. Und natürlich, wenn Kinder ins Spiel kommen, dann ist das wie so ein Turbo, der dann alles zuspitzt, ja, was so an Realität auf eine Beziehung einbrechen kann. Aber ich finde, das wird auch schon interessant, wenn man das erste Mal zusammen in Urlaub fährt und das dann die ganze Zeit regnet und man aus dem Zelt nicht rauskommt. Jetzt könnte man ja sagen, die Judith Holofernes, die zieht sich da zurück ins Private. Aber ich habe den Eindruck, bei Ihnen ist das kein unpolitischer Rückzug, weil Sie sich schon auch sehr, sehr, sehr intellektuell mit der Mutter- und Elternrolle auseinandersetzen. Ja, also auf der Platte, ehrlich gesagt, setze ich mich, glaube ich, mit allen möglichen Sachen semi-politisch und intellektuell auseinander, mit dem Kinder haben nicht wirklich, sondern das tatsächlich eher romantisch, auf eine sehr unromantische Art und Weise. Das Kinderthema ist schwierig in der Öffentlichkeit. Also
Ich rede gerne mit klugen Leuten über Themen, die ich für gesellschaftlich relevant halte. Und die meisten Sachen, die ich zum Thema Kinder haben, in der Presse zum Beispiel gesagt habe, habe ich in Wirklichkeit auf die Frage gesagt, ob ich mich selbst als Feministin bezeichnen würde. Und dann habe ich gesagt, spätestens wenn man Kinder hat, hat man irgendwie den Schuss nicht gehört, wenn man sich nicht als Feministin bezeichnet. So, ich bin überhaupt niemand, der darüber reden möchte, ob er seinen Kindern zu Hause Bio kocht oder nicht. Oder, ne? Also ich möchte überhaupt nicht über meine Kinder reden im Fernsehen. Und das ist sehr schwer, offensichtlich die Grenze zu ziehen. Und natürlich, wenn man dann so ein Video macht, das hilft auch nicht gerade. Ich liebe es aber sehr, das Video. Ja. Über die Mutterrolle, nicht unbedingt die private, sondern wie Sie das gesellschaftlich verstehen, würde ich gerne mit Ihnen noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber wir wollen ja einfach zuerst mal das Spektrum sehen, was da drauf ist. Ja, aus das diesem wäre Album. Schön. Es sind nämlich nur zwei Lieder. Es sind nämlich zwei von 12 Liedern, bei denen in jeweils 1,5 Zeilen Kinder vorkommen. Ich will es nur einmal gesagt haben, weil ich in der Presse schon sowas wie Mutti-Platte gehört habe. Und ich glaube, jeder, der diese Platte hört und dann das Wort Mutti-Platte dagegen stellt, der wird sich auf jeden Fall den Kopf kratzen. Versprochen, jetzt kommt kein Mutti-Lied, jetzt kommt Nichtsnutz. Ja. Ich mach heute nichts. Ich zitiere das mal. Ich mache nichts, was etwas nutzt, nichts, was unterstützt oder was putzt. Ist das jetzt doch wieder die erschöpfte Mutter oder ist das eine bewusste Absage an den Leistungsdruck? Ja, das ist mein innerer Anarcho. Den pflege ich mit Hingabe, seit ich schätzungsweise Anfang 20 war. Also das Thema, sind wir denn nicht von Grund auf faul? Wieso muss man das jetzt auch noch propagieren? Erstens sind wir da ja sehr unterschiedlich veranlagt. Und ich bin jemand, der eigentlich sehr Hummeln im Hintern hat, generell. Ich habe viel Energie und ich kann, wenn ich über Begeisterung funktionieren kann, kann ich sehr viel arbeiten. Und vielleicht gerade deshalb hat mich das Thema Nichtstun versus Arbeitsmoral immer schon interessiert. Ich habe auch auf der vorletzten Heldenplatte ein Lied drauf gehabt, das hieß Ode an die Arbeit. Das war quasi die Gegenseite, wo ich mich so sehr mäßig auseinandergesetzt habe mit dem Arbeitsbegriff. Es interessiert mich, weil es viele Selbstverständlichkeiten formuliert, ne? Was man alles sein muss, machen muss, um ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu sein. Das gibt viel her für Künstler. Ja, also andere jetzt nicht nur irgendwelche Chefs, sondern auch Leute mit Bewusstsein, die schreiben, engagiert euch, empört euch. Und Sie sagen jetzt plötzlich, erkennt man den kreativen Effekt von Nichtstun. Von Nichtstun. Ich finde auch, dass es keine bessere Art gibt, sich zu empören, als der Welt ab und zu den Rücken zuzukehren. Also das ich finde, mal erklären. Also welchen Effekt hat das, wenn Sie sich ins Bett legen? Ich finde es natürlich extrem wichtig, tatsächlich auch oft und laut sich aktiv zu verhalten in der Welt. Ich finde aber tatsächlich Nichtstun eigentlich ultimative Kapitalismuskritik. Also was, wenn man ab und zu eine Verweigerung oder ja, wenn man sich rauszieht aus einer Gesellschaft, die auf der einen Seite Arbeit verherrlicht, auf der anderen Seite gerade durch diese Verherrlichung von Arbeit dafür sorgt, dass beileibe nicht alle Leute Arbeit haben können, trotzdem quasi postuliert, dass Selbstwert hauptsächlich über Arbeit bezogen werden muss, ein hochspannendes Thema. Und ich finde, wenn man für sich selbst persönlich da ein Maß an Freiheit zurückgewinnt, finde ich das immer politisch. Dann verhält man sich auch anders politisch. Ich frage es jetzt mal simpel. Glauben Sie, dass die herrschenden Verhältnisse sich irgendwie davon beeindrucken lassen, wenn sie einfach nichts machen? Also wenn viele, viele Menschen nicht mehr automatisch sich einklinken in diese Maschine, ne, wo es das Wichtigste ist, dass man sich mit inzwischen 18 Jahren irgendwie für einen Lebensweg entscheidet. Das fängt ja unheimlich früh an. Das fängt in der Schule in Wirklichkeit schon an. Dann soll man sich mit 18 für ein Studium entscheiden, was man dann 15 Minuten später beendet haben soll, was einem hoffentlich einen sicheren Job verschaffen soll, den es aber diese 15 Minuten später schon gar nicht mehr gibt, weil die Welt sich leider irgendwie weitergedreht hat. Ich denke, es ist sehr nützlich, sich von Anfang an zum Beispiel nicht einem späteren Glück zu verschreiben. Und ich finde es politisch nützlich, ich finde es persönlich sehr nützlich.
Die Themen, die Sie da jetzt so ansprechen, das ist vieles, was ich auch durch die ganze Zeit der Wir sind Helden durchgezogen haben. Ja, da waren ja auch alle Texte von Ihnen. Wir machen einen kurzen Ausflug noch mal zurück in die Vergangenheit. 10 erfolgreiche Jahre mit Wir sind Helden. Ja, ich sehe, mit wie viel Begeisterung. Ja, Mensch, bei all der Begeisterung, die Sie da jetzt gleich wieder empfinden, wenn Sie Wir sind Helden sehen, warum hat denn die Band aufgehört? Also, ich liebe meine Band immer noch heiß und innig. Und ich muss auch betonen, wir haben uns nicht aufgelöst, genau aus dem Grund. Aber Sie machen seit über zwei Jahren nichts mehr. Ja, wir haben schon, es ist mehr als eine Pause. Ich würde sagen, wir haben aufgehört, aber uns nicht aufgelöst. Weil ich finde, auflösen soll man sich, wenn man sich nicht mehr leiden kann oder wenn man das Gefühl hat, musikalisch am Ende zu sein und nichts davon trifft auf uns zu. So. Wir haben aufgehört, weil auf der einen Seite vor allem ich nach 12 Jahren immerhin dieser Rolle sehr müde war. Ich war 12 Jahre sehr stark im Auge der Öffentlichkeit und hatte viele, zum Teil auch sehr nette und sehr schmeichelhafte Schubladen, aber doch Schubladen abbekommen und habe mich auf der anderen Seite als praktizierende Buddhistin viel mit irgendwie Ego-Auflösung beschäftigt, habe die Schwierigkeiten deutlich gesehen, die mein Beruf mit sich bringt und ich hatte irgendwann ein ganz deutliches Bedürfnis, das nicht mehr zu sein. Und es war schwierig. Also ich habe sehr, sehr, sehr an meiner Band gehangen. Mhm. Dazu kam natürlich ein Element von Erschöpfung, weil wir von diesen 12 Jahren 5 Jahre mit kleinen Kindern unterwegs waren. Die Kinder immer im Turbus dabei, dadurch, dass mein Mann auch in der Band gespielt hat. Was jetzt ja nicht so ist. Ne? Der hat auf der Platte gespielt, das waren 3 Monate. Und jetzt auf Tour, ich gehe nur 3 Wochen auf Tour erstmal, muss er zum Beispiel nicht mitkommen. Das ist, also ein Teil hat einfach damit zu tun, dass ich jetzt das erste Mal wieder eine Vision habe. Ich bin jemand, der ein gutes Leben haben will. Also ich hoffe, das hört man den Texten und so auch an, ja, dass ich in allererster Linie sehr, sehr auf das Glück ausgerichtet bin und ein gutes Leben führen möchte und mich nicht dauerhaft total verheizen für die Liebe zu meiner Band, selbst wenn es eine große ist. Also eine Frage noch zu Wir sind Helden. Das war eine sehr gleichberechtigte, demokratische Band. War das am Ende einfach auch ein Selbstbetrug? Weil die Texte waren von Ihnen, viele Lieder waren von Ihnen. Sie waren die Sängerin, die alle sehen wollten. Mussten Sie sich da am Ende einfach einbremsen, selbst beschränken, damit das Ja nicht zu dominant rüberkam? Also das hat immer eine Rolle gespielt. Und das war ja sehr selbst gewählt. Also ich war am Anfang dieser Bandgeschichte fast die treibendste Kraft hinter diesem Gleichberechtigungsanspruch. Also ich wollte in einer Band verschwinden. Und ich habe auch diesen Schutz gebraucht. Ich meine, da war ich zum Buddhismus, Ego-Auflösung. Ja, genau. Aber es war natürlich ein mühsamer Weg. Und natürlich verliert man unheimlich viel Energie, wenn man wir sind ja in vielen Sachen auch sehr erfolgreich gegen den Strom gegangen und da bin ich sehr froh drüber. Mhm. Und durch diese Band Demokratie waren wir auch schwer zu überrollen. Also es war auch ein Schutz, der gut funktioniert hat. Wenn man irgendwas an diese Band rangetragen hat, dann hat man 3 Wochen später eine Antwort gekriegt. Und das hat uns vor vielen dummen Entscheidungen geschützt. Aber natürlich ist es mühsam und natürlich ist es auch für die Seele manchmal schwierig, wenn man merkt, dass man die ganze Zeit sozusagen sich so stemmt gegen eine Richtung, also gegen Interesse, das einem selber entgegengebracht wird. Natürlich fühlt man sich manchmal doof, wenn man sich selber dabei erwischt, die Sekunden auszuzählen, die man irgendeine Frage beantwortet und die ganze Zeit denkt, frag doch mal ihn was. Aber das war uns allen klar. Also Jean zum Beispiel hat irgendwann gesagt, weißt du was, ich möchte, das ist ein Interview, da geht es hauptsächlich um die Texte. Ich möchte, dass du da alleine hingehst, weil ich setze mich nicht daneben und erzähle irgendwas über deine Texte, was ich dich mal hab sagen hören. Wie kommt denn Ihr Mann jetzt mit der Rolle zurecht? Sie sind die berühmte Sängerin und er ist im Hintergrund und hütet zu Hause die Kinder. Also erstens hütet der natürlich nicht, also das heißt natürlich nicht, wäre ja auch eine Option, aber der arbeitet auch.
Es ist nur so, dass sein Job, weil der sich sehr, der fühlt sich sehr in Richtung Studio hingezogen, also sehr hinter die Regler, und der entwickelt sich eher in Richtung Produzent. Und das findet bei uns um die Ecke in unserem Studio statt. Und es passt natürlich besser dazu, Kinder vom Kinderladen abzuholen, als wenn ich unterwegs bin. Trotzdem werde ich, wie gesagt, auch, also ich bin 3 Wochen auf Tour. Ich mache irgendwie jetzt gerade relativ viele Interviews und dann war es das auch schon wieder. Wir machen jetzt so ein bisschen, glaube ich, ein klassischeres, unklassisches Modell mit sich gegenseitig abwechseln. Und da kommt er gut mit klar, aber er ist auch Schlagzeuger, ne? Also Schlagzeuger sind ganz gerne im Hintergrund und halten so den Laden zusammen, ne? Die sind, definieren sich, glaube ich, eher so als Motor. Sie haben sich ja immer gegen diese Rolle der perfekten Supermutti, die alles ganz cool und easy auf die Reihe bekommt, gewehrt, Karriere, Kinder, schön aussehen. Mhm. Was ist denn da am schwersten? Das schön aussehen. Also ich finde, wir haben einen schwierigen Weg gewählt. Es gab einen Moment, wo man hätte sagen können, wir reden darüber überhaupt nicht. Und es wäre vielleicht einfacher gewesen. Und ich bin erstens jemand, ich bin relativ ungefiltert und ich habe so viele Interviews in meinem Leben gegeben, es wäre mir zu anstrengend, wenn ich da die ganze Zeit so kontrolliert sein müsste. Und ich finde es einen schwierigen Weg zu versuchen, klug und als erwachsener Mensch, der verschiedene Interessen hat, über das Thema Kinder zu reden und sich trotzdem abzugrenzen gegen ein Boulevardinteresse. Und vor allem, wie ich es jetzt bei der Platte merke, ich bin schon ein bisschen geschockt, wie sehr das alles andere überlagert. Ne, wie ich vorhin gesagt habe, da sind irgendwie 2x2 Zeilen über Kinder. Ja, aber vielleicht haben Sie einfach einen Nerv getroffen, weil da draußen vielleicht Millionen von überforderten Eltern sind. Genau, und das finde ich dann wieder schön. Und deswegen finde ich es auch schade, darüber gar nicht zu reden, weil natürlich habe ich Liebe Teil 2 zum Beispiel geschrieben und hatte das Gefühl, schön, diese Leute haben ein Lied verdient. Und vor allem bin ich als jemand, der Lieder schreibt, natürlich stolz, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein Lied geschrieben, das gab es noch nicht. Mhm. Also ich habe dieses Lied geschrieben und dachte, ich habe der Welt ein Lied geschenkt und das gab es noch nicht. Und wenn das einen Nerv berührt in Leuten, die noch keinen Soundtrack hatten zu ihren Augenringen, dann finde ich das total schön. Und jetzt kriegen Sie all diese Fragen. Was tun Sie, wenn die 4-jährige Tochter kommt und Pink anziehen will und dann noch von Hello Kitty? Genau, und solche Fragen schätze ich nicht besonders. Dann tun wir die einfach weg. Die Welt wird nicht erfahren, ob ihre Tochter Hello Kitty trägt. Sie, ihr Mann und die beiden Kinder, das ist im Prinzip die klassische bürgerliche Kleinfamilie. Und das Erstaunliche ist... Da muss ich schon einhaken, weil das habe ich jetzt unheimlich oft gehört. Ich muss sagen, in meinem Familienmodell kommt das Wort bürgerlich nicht vor. Ja, und zwar, weil, weil das schlecht fürs Image ist vielleicht. Nee, ehrlich gesagt, es ist so, alle Leute, die ich kenne, fallen, wenn sie Kinder haben, relativ gründlich auf die Modelle zurück. Erstmal zumindest, die sie in ihrer eigenen Kindheit erlebt haben. Also da kommen einfach die Prägungen zutage. Das müssen wir sagen, bei Ihnen war das ganz anders. Bei mir anders. War das eine alleinerziehende lesbische Mutter. Das heißt, das Thema Bürgerlichkeit in Bezug auf Familie, also dass man automatisch ganz bürgerlich werden müsste, weil man eine Familie hat, ist bei mir genetisch nicht angelegt. Das heißt, ich fühle das nicht. Und nur weil man Vater, Mutter, 2 Kinder hat, wo ganz nebenbei 5 Jahre davon irgendwie in einem Tourbus stattgefunden haben, mit einem Leben auf zwischen Raststätten und 5-Sterne-Hotels, da weiß ich nicht, ob der Vergleich... Ja, ich will Sie auch nicht in eine Ecke drängen. Vielleicht müssen wir zur Wahrheit ja auch sagen, dieses, ich wiederhole das nochmal, dieses kleine bürgerliche Glück findet mitten in Berlin, in Berlin-Kreuzberg statt, wo alle anderen Leute, denen ich eingeschlossen, einfach mal die Frage loswerden, ist das wirklich die richtige Ecke Deutschlands, um Kinder groß zu ziehen, zwischen all den Drogenhändlern und was da alles so sich bewegt? Also ich bin nicht geschaffen für ein Leben im Vorort. Ich, wie gesagt, das ziehen die eigenen Prägungen. Und ich habe durch meine Kindheit zwischen Berlin-Kreuzberg, also ich bin in Berlin-Kreuzberg geboren, 6 Jahre dort gewesen und dann nach Freiburg umgezogen worden. Und dort wurde später dann auch alles gut, aber die ersten 2 Jahre waren wirklich hart.
Und meine Kindheit war geprägt von Mimikry. Und was heißt Mimikry? Also versuchen, dazu zu gehören. Mhm. wo man nicht automatisch dazu gehört. Und ich habe so eine leichte Rustikalitätsphobie dadurch davongetragen. Und ich würde, glaube ich... Das müssen Sie jetzt erklären, weil Freiburg so ländlich ist oder was? Also eigentlich nicht. Ne? Eigentlich ist Freiburg... Das ist ja eine Unistadt. Ja, also. Genau. Also eigentlich ist Freiburg eine ganz tolle Stadt. Nur wir sind umgezogen und wir wussten es nicht besser. Und ich bin so ein bisschen auf die spießigste Grundschule erstmal eingeschult worden. Einfach, weil wir uns nicht auskannten. Später habe ich dann irgendwie wieder so meine Gruppe gefunden. Und es wurde auch alles wieder gut. Aber die ersten 2 Jahre waren ein bisschen ein Kulturschock für mich. Also und ich fühle mich einfach in der Stadt sehr wohl. Ich so, ne? Man muss ja mit Kindern auch immer gucken, wo man selber sich wohl fühlt. Dazu noch kann ich nicht Auto fahren. Das heißt, wenn ich in einem Vorort sitzen würde, dann würde ich da sitzen. Mhm. Und damit werde ich nicht glücklich. Wobei ich total gerne zum Beispiel im Wald bin. Also ich gehe wahnsinnig gern spazieren und ich muss viel in der Natur sein. Ich habe mich aber quasi dafür entschieden, dass aus Kreuzberg heraus zu machen. Wir haben auch vergleichsweise viele Bäume. Gut, Sie machen hier Werbung für Kreuzberg. Ich finde Kreuzberg ganz toll, immer noch, wirklich. Ich finde es immer noch frei und beweglich und schön. Da muss ich mir nachfragen. Also, okay, Kreuzberg, weltoffen, weltzugewandt, aber was ich ständig höre, ist Schwaben raus, Touristen raus, soll alles so bleiben, wie es ist. Das klingt ja auch nicht gerade weltoffen. Nee, genau, und das finde ich, also das habe ich auf meinem Blog, glaube ich, auch schon öfter beschrieben, weil es kaum was gibt, was mich so sehr ärgert, wie sozusagen so Leute aus der alternativen Szene, die nicht sehen, dass der Jägerzaun in ihrem eigenen Kopf ein Jägerzaun bleibt, auch wenn man ihn mit Graffiti vollsprüht. Ne? Also wenn Leute mit Jutetaschen rumlaufen, auf denen steht Touristen raus, dann ist es natürlich nicht besser als Ausländer raus. Und das ärgert mich sehr. Ich finde es extrem engstirnig und zum Beispiel Touristenfeindlichkeit ist ein großes Thema in Kreuzberg. Sie haben eine erstaunliche Fähigkeit, poetische Texte zu machen, die Dinge auf den Punkt bringen, klar ausdrücken, was andere Leute vielleicht auch denken, aber so nicht formulieren könnten. Wofür, für welche Themen, für welche Inhalte setzen Sie das ein? Ehrlich gesagt, für alles, was mich genug interessiert. Also ich mache keinen Unterschied zwischen einem Thema, was irgendwie einen gesellschaftlichen Bezug hat und einem Thema, also und Liebesliedern oder Geschichten, die ich erzählen möchte. Ich schreibe aus einer inneren Notwendigkeit heraus. Und Sie setzen das nicht nur in Ihren Liedtexten ein, sondern das kommt ja auch in, Sie haben einen Blog oder wenn Sie sich mal mit der Bild-Zeitung auseinandersetzen, dann ist gleich mal die erste Zeile, ich glaube, es hackt. Also Sie bringen da einfach die Dinge auf den Punkt. Manches von dem Engagement ergibt sich ja vielleicht von selbst. Also ich denke, wenn Sie sich jetzt für die Rechte von Lesben und Schwulen einsetzen, dann liegt das vielleicht auch da an der eigenen Biografie natürlich, ja. Also auch. Ja. Dann reden wir kurz mal über das Thema, woran fehlt es an wirklicher Gleichberechtigung? Ist es die Akzeptanz oder muss was an den Gesetzen getan werden? Adoptionsrecht, finde ich, ist ein sehr interessanter Punkt. Also ich erinnere mich, dass ich irgendwann mit einer ganz engen Freundin, da war ich 14 Jahre alt, bei ihr in Italien, das ist auch ein bisschen noch spießiger als hier, auf dem Sofa saß und wir haben eine Diskussionsrunde zum Thema angeguckt. Das heißt, das ist eine Weile her. Und da hat sich meine Freundin, die mich seit meiner Geburt kennt, irgendwann zu mir umgedreht und gesagt, ja, ich sehe das irgendwie auch so, weil irgendwie verstehe ich nicht, warum Schwule und Lesben Kinder adoptieren sollten, weil irgendwie war es am Ende doch von der Natur nicht so gemeint. Mhm. Und ich habe sie angeguckt, die sieht es inzwischen auch anders, ne? Und habe gesagt, das heißt eigentlich, du findest es keine besonders gute Idee, dass ich auf der Welt bin am Ende des Tages. Also ich meine, ich bin nicht adoptiert, ich bin auf konventionellem Wege gezeugt. Aber ich hoffe, dass ich irgendwie ein ganz gutes Beispiel dafür bin, dass offensichtlich aus Kindern mit einem nicht ganz konventionellen Familienhintergrund ganz ordentlich was werden kann. Es wird ja von den Gegnern homosexueller Adoption immer argumentiert. Die Kinder sollen eben beide Rollenvorbilder kennenlernen,
Männer und Frauen, Mütter und Vater. Wie war es denn bei Ihnen? Haben Sie nie einen Vater vermisst? Also erstens kam mein Vater ausführlich vor. Das ist ja auch immer noch die Frage. Also es gibt ja viele getrennte heterosexuelle Paare, bei denen der Vater viel weniger vorkommt, als er bei mir vorkam. Ich finde es wunderschön. Ich finde, man sollte alle möglichen Rollenvorbilder sich dazuziehen zur Identitätsfindung. So. Aber ich denke nicht, dass das alles im engen Rahmen einer konventionellen Kleinfamilie passieren muss. Und so wie ich aufgewachsen bin, haben da auch immer noch befreundete Familien eine große Rolle gespielt. Auf meinen Kindheitsbildern sind immer sehr viele Männer mit identischen Bärten drauf, wo man immer so ein bisschen raten muss, welches der eigentlich. Also man weiß, welches der Vater war, aber sie sehen sich alle sehr ähnlich. Und den Bärten sind Sie nicht losgekommen. Ihr Mann hat, glaube ich, auch einen Bart oder nicht mehr? Mein Mann hat noch einen Bart. Er hat nicht mehr diesen ganz langen Bart, aber er hat einen sehr schönen Bart. Also mein Familienbild und was zu einer glücklichen Familie gehört, ist sowieso sehr weit, weil da auch Freundschaften immer eine große Rolle gespielt haben. Ich habe eine allerbeste Freundin, die quasi meine Schwester ist. Wir sind im Abstand von 6 Wochen in der gleichen WG geboren. Unsere Eltern haben damals zusammen gewohnt, dann später nicht mehr. Ihre Mutter kam in meinem Leben fast genauso vor wie meine eigene Mutter, zumindest was so zeitliches Vorhandensein angeht. Und ich weiß einfach in der Tiefe meines Herzens, dass es verschiedene Wege zum Glück gibt. Und ich denke immer, wenn man sich dieses Adoptionsrecht zum Beispiel für Schwule und Lesben anguckt, dann muss man sich fragen, wem sonst man aufgrund der Engstirnigkeit der Gesellschaft davon abraten würde oder gar verbieten würde, Kinder zu adoptieren. Und dann muss man sich überlegen, ob man zum Beispiel einem deutsch-vietnamesischen Paar in Brandenburg die Adoption verweigern würde, weil die Leute da so engstirnig sind. Also muss man sich immer fragen, man kann ja nicht den Status quo einer Gesellschaft annehmen in seiner beschränktesten Form und dann seine Gesetze danach ausrichten. Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen, was Sie immer wieder beschäftigt hat, von der ersten Platte bei Wie sind Helden. Das ist sowas wie Konsumverzicht, weg von diesem Druck durch die Werbung. Damals war das Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Auf dem neuen Album gibt es auch neue auch Anklänge dazu. Warum ist Ihnen das Thema so wichtig? Also ich habe das auch lustigerweise nach dem Schreiben erst gemerkt, ne, wie verwandt manche von den Themen dann mit der Reklamation doch sind. Wie so Cousins vielleicht, nahe Cousins. Ich glaube, ich interessiere mich einfach anhaltend für Freiheit und für Unfreiheit genauso. Ne? Und für die Sachen, ich finde Menschen gut, ich mag Menschen, ich finde sie aber auch sehr niedlich in all ihrem Streben nach Glück. Und ich finde es interessant, was wir alles machen, was nicht funktioniert. Und am Ende kann man, glaube ich, all diese Themen darauf runterbrechen. Mhm. Was versuchen wir alles in unserer Suche nach Sicherheit, Freiheit, Glück und welche von diesen Sachen funktionieren nicht so besonders gut? Ich nehme mal den ersten Hit, da haben Sie gesungen, meine Stimme gegen dein Mobiltelefon. Ich würde sagen, auf ganzer Linie gescheitert. Jeder hat ein Handy. Ja, auf jeden Fall. Ich hasse mein Handy. Ich habe natürlich auch eins. Ja, was ist denn jetzt die Lehre aus Konsumverzicht? Oder was heißt das jetzt? Sei bescheiden, sei sparsam? Oder ist das eine Absage an ein kapitalistisches Wirtschaftssystem? Also ich finde beides interessant. Ich finde es sehr interessant, sich auseinanderzusetzen mit zumindest den Möglichkeiten, teilweise aus diesem System auszubüchsen. Ich finde, ich war nie sehr ideologisch. Es ist ein Missverständnis. Ich bin Künstlerin und ich drücke Sachen aus, die ich beobachte. Also da ist sehr viel weniger Message dahinter als Beobachtung. Und ich finde es fürchterlich, wenn Leute irgendwie, ich habe das damals schon gesagt, 2003, dass ich mich inzwischen beim Einkaufen beobachtet fühle, weil die Leute gucken, was ich einkaufe. Und ich bin da so nach dem Motto, die kauft sich Schuhe, die Holofernes. Sie hat doch schon ein paar. Ja. Sie hat doch schon ein paar Schuhe, was braucht sie denn noch eins? Ja, ist klar, wenn man Konsumverzicht predigt, dann fällt einem das auf die Füße. Ja? Aber ich habe überhaupt keinen Konsumverzicht gepredigt, sondern wenn ich irgendwas für mich selbst als sinnvoll bezeichnet habe, auf Nachfrage,
dann zu überlegen, wo die Sachen herkommen, was man wirklich braucht, ob es wirklich den Spaß macht, das zu kaufen, den man sich davon verspricht, ob man den Spaß woanders herkriegen könnte, aus welchen Motivationen man kauft. Und zumindest, also eigentlich, was ich, wenn ich irgendwas propagieren müsste, ja, also wenn ich sagen würde, ich möchte eine Message haben, dann würde ich vielleicht sagen, ich möchte, dass Kinder ab der ersten Klasse Medienkunde haben und lernen, mit Werbung und überhaupt generell mit Medien umzugehen, damit man mehr Freiheit in die Entscheidungen reinbringt. Aber ich habe eigentlich überhaupt keinen Verzicht gepredigt. Ich selber, wenn ich was kaufen möchte, was ich oft genug tue und auch mit großem Vergnügen, dann habe ich zum Beispiel einfach ein paar Portale oder ein paar Läden und so weiter, wo ich zuerst gucke. Und dann dauert es bei mir vielleicht ein bisschen länger, als wenn ich irgendwie direkt zu Zalando gehen würde oder so. Sondern ich gehe zum Beispiel zu Etsy. Das ist ein wunderbares Portal für nur handgemachte Sachen, ohne Zwischenhändler, die aber überhaupt nicht wollsockig und lahm sind, sondern hochkreativ und sehr schnell lustig. Der Umsatz in die Höhe. Das wäre schön, das wäre schön, das ist ganz toll. Das ist, da gibt es keine Zwischenhändler, da wird niemand ausgebeutet, da gibt es nur Vintage-Sachen und sehr kreative, schöne Sachen aus der ganzen Welt. So, für was anderes würde ich nie Werbung machen, aber für die schon, ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Und wenn ich damit aber durch bin und da nicht gefunden habe, was ich kaufen wollte, dann kaufe ich es auch woanders. Am Anfang Ihrer Karriere haben Sie mal gesagt, ich will nie vergessen, dass ich einfach nur glücklich werden will. Hat das geklappt? Es ist ein Übungsprozess. Ich bin in vielen Dingen mein eigener Azubi, würde ich sagen, auch in Glücksdingen. Aber ich habe ein paar ganz gute Werkzeuge zur Hand, würde ich sagen. Wie wichtig ist Erfolg für Sie? Mir ist es wichtig, ich habe ja alles Mögliche schon erlebt. Ich habe den ganz, ganz großen Erfolg erlebt. Wir haben eine Phase erlebt, wo uns unsere Plattenfirma unterm Hintern kollabiert ist, quasi wie ein sterbendes Pferd und plötzlich gar nichts mehr ging bei unserer dritten Platte, was fürchterlich war, weil unheimlich viele Sachen, die wir machen wollten, plötzlich nicht mehr gingen, weil die Leute gar nicht mehr da waren und alle unsere Leute gefeuert wurden. War ein Desaster. So, das möchte ich nicht nochmal erleben. Also ich wünsche mir Rückenwind, ich wünsche mir, dass ich tolle Sachen machen kann. Mein Erfolg ist hauptsächlich dadurch definiert, dass ich am Ende eines Jahres zurückgucke und sage, ich habe lauter tolle Sachen gemacht, die ich machen wollte. Zum Beispiel auf der Platte habe ich kooperiert mit zwei Bands bzw. Künstlern, die mir sehr am Herzen liegen. So. Und die nicht unbedingt viel bekannter sind als ich selber, die ich aber ganz toll finde. Das ist für mich der größte Erfolg meines letzten Jahres, dass diese Bands, die ich toll finde, auf meiner Platte sind. Und ich möchte gerne, dass diese Platte jetzt an die Leute rankommt, die sie haben wollen. Also ich fände es natürlich schade, wenn die untergeht, weil es keiner mitkriegt. Ich habe aber keinen missionarischen Impuls und ich muss nicht im Regal stehen, also bei irgendwelchen Leuten, die sich drei Platten im Jahr kaufen und eine davon ist von Dido und die andere ist von dem Grafen oder so, ne? Von hinten. Und die andere ist von mir. Also ich muss nicht. Und das bei einem richtig großen Mainstream-Erfolg muss man das eigentlich wollen, das ist mir klar. Und ich glaube, das bringe ich nicht mehr auf, also den Drive. Aber ich habe genug Drive. Ich habe sehr viel Energie und Ehrgeiz in den Sachen, die ich machen will. Und ich will noch 8 Videos drehen und die sollen toll sein. Und ich will tolle Konzerte spielen. Und ich will, dass die Leute aus meinen Konzerten rauskommen und ihnen die Kinnlade offen steht. Wer das erleben will, im April startet die Tour quer durch Deutschland. Österreich ist, glaube ich, noch dabei. Genau, Da wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Das war der Dialog heute mit Judith Holofernes. Schön, herzlichen Dank. Spannend. Ja.